Ruf die Schweine und willkommen zu einer neuen Folge Sommerland. Auf dem Sommerland-Server haben sich die drei freshen Boys wieder vereint. In der Hood. Um Yo. Zusammen zu bilden. Und ja, wir haben ja eigentlich diesen geilen Teich da hinten abgeschlossen. Also dann beschweren sich die Leute, baut mir die Mauer, nur die Bäume. Ja, ist halt so, muss halt auch gut aussehen. Aber jetzt wollen wir uns mal dem fancy Viertel widmen, ja, wo die rich Kids wohnen, die ganzen YouTuber und Händler. Mhm. Und welche Höhe? Ich hab euch da mal was mitgebracht. Ja, aber stopp, Andi, bevor du uns was mitbringst. Und es, also, ich mach jetzt mal eine Metapher. Angenommen, du hast eine Familie und bringst deinen Kindern mit was nach Hause. So, und dann holst du es aus deinem Koffer raus, weil du auf Reisen warst. Auf welche Höhe wollen wir? Warte gleich. Und dann musst du es ja irgendwo hinlegen. Und genau das brauchen wir jetzt. Wir müssen erstmal beschließen, wo du das hinlegst. Also wir müssen uns erstmal auf eine Höhe einigen. Ja. Ich wäre für. Ich wäre ganz klar für die Höhe, auf der ich gerade stehe. Auf die der Höhe. Bullshit, Andi, Bullshit. Ja, die hier, die ist viel besser. Das ist Bullshit, weil wir... Hey, hier ist viel mehr von... Wir müssen sonst viel mehr abtragen. Hä? Hier, das ist die Höhe. Nein. Sag mal, hey, aber das stimmt doch. Andi, ist doch viel einfacher. Bist du Augen amputiert? Nein, aber... Ich glaube, Andi hat einen... Sonst müssen wir hinten auch den ganzen Wald so viel und... Ich bin auch dafür, dass wir hier anheben, lieber. Ja, ich mich auch. Ja, verschwört euch gegen mich. Macht ja Spaß. Haben wir auch gerade eben. Aber das Argument, dass wir dann weniger Arbeit haben, ist invalid. Nein, aber es sieht besser aus. Ja, das ist was anderes. Gut, das heißt, ja, mach da vorne nicht zu krass, es darf ruhig ein bisschen Abstand haben. Nee, meine ich, aber ich mach bloß hier, so, ich nutze bloß die Fläche hier besser. Dann, du kannst schon mal den Weg hier hochziehen. Ja, ich muss kurz dafür den Baum. Böse Zungen munkeln, wir werden erstmal keinen 1.8 bekommen, aber vielleicht gibt es dann ganz die Tage. Böse Zungen, ganz böse Zungen. World Edit, was allerdings zugegebenermaßen auch fast noch besser wäre, erstmal um unsere Mauer zu ziehen und. Weil das macht auch keinen Spaß mit diesen Minecraft-Tools, weil da hast du nicht so einen Stick, da musst du immer die Koordinaten, glaube ich, eingeben und so. Boah, nee, da hat der Däumler gar keinen Bock drauf. Also das ist dann auch eher Fummelarbeit. Und dann könnten wir unsere Mauer auch noch mal ein bisschen überarbeiten, wenn wir da doch noch mal ein paar mehr Abwechslungsdinger reinmachen wollen. Abwechslungsdinger? Ja, weil einer hat in die Kommentare geschrieben, ist jetzt halt doch sehr kastenförmig und sieht nicht so so gewachsen aus. Das gerade hochballern? Ja, das war das, aber da hilft uns World Edit auch nicht weiter, oder? Bei was? Bei Kastenförmig. Wenn es nicht kastenförmig ist. Ja, es geht aber schon schneller, so ein Stück zu kopieren und zu drehen. Hier zum Beispiel diese Ecke haben wir jetzt doch noch gar nicht verwendet, ne? Hier. Mhm. Dann entweder kommt noch was hin oder irgendwie fände ich es halt schon schön, wenn wir hier. Ach so, ja, aber stopp, die fehlt ja noch auch diese Ausbuchtung. Ja, sowieso, aber da könnte man dann auch überlegen, ob man hier nochmal so ein bisschen eine Ausbuchtung macht, damit es nicht so gerade ist. Halt, die andere Seite ist ja jetzt schon ziemlich feine. Ihr habt recht. Und die Person in den Kommentaren hat auch recht. Und deswegen, wenn wir dann World Edit haben, geht das schon recht einfach damit. Dann würde man hier irgendwie auf halber Strecke so eine, das ist quasi so ein bisschen, keine Ahnung, sowas in der Richtung, ne? Ja, sowas. Irgendwie bei mir lädt das gerade überhaupt alles nicht. Ja, das reconnecte mal oder mach ein fresh. Nee, jetzt lädt's. Und halt auch sowas wie die Wachtürme zu Dingsen, ja, kann man dann auch kopieren, ja. Also das wäre schon eine feine Sache und die 1.8 Materialien braucht Andi vorerst sowieso nicht für sein dickes Konzept. Hat er gesagt, genau. So Andi, dann... Ich rotze mal hier ein Stück Wand hin. Ja, hoffentlich gleich auf der richtigen Höhe. Danke, Andi. So, währenddessen... Zum Beispiel müssten wir dann jetzt nämlich da hinten auch nochmal die Mauer anheben, also teilweise. Ich hoffe, das geht dann wirklich da mal. Da ist die noch nicht. Ja, ich werde das mit dem Erik klären, dass das dieses Wochenende draufkommt. Mit dem Erik. Hoffentlich. Hoffentlich. Dem Slay Massiv. Ich hoffe. Du hoffst was? Nee, ich hoffe, inzwischen hoffe ich gar nicht mehr. Nee, wir haben aufgehört zu hoffen. Inzwischen. Nee. Nee. Nee, echt, ganz ehrlich, habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, das zu sagen. Ah, es ist rot im Haus. Okay, genau, dann kannst du schon mal einen Weg hier oben. Wir können natürlich auch die Säulen hier oben drauflegen als Baumersatz. Also ich finde, die freshen Boys haben eigentlich kein Holz am Schmeig, oder? Quasi so. Das sieht so gar nicht so schlecht aus, finde ich. Kannst du mal das fortsetzen damit? So, hier ist da eine Trap. Ich reiß das Haus hier gleich erstmal wieder weg. Was? Du hast das gerade erst gebaut, warum reißt du es denn schon wieder ab? Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus, so. Ich
bin heute an einem Küchengeschäft. Was denkst du da? Guck mal. Meine Meinung wird gar nicht gefragt. Ja, du guckst doch schon die ganze Zeit. Hey, warum ist der anders? Hä? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie Connected Textures Fail, ne? Ist doch scheißegal, wie es in der Mitte ist. Das sieht man gar nicht. Nein, der Punkt ist, dass es außen jetzt anders ist. Es ist nicht außen anders. Hä? Klar, hä? Seht ihr, der hier ist bei mir anders als der hier. Ja, dann habt ihr irgendwie anderes Connected Textures eingestellt. Oh ne, ich hab wieder nur die 179 drin, anstatt MC Picture. Oh, einmal mit Profs. Nein, es geht mir jetzt um, wie gefällt euch das Design? Kann man was draus machen? Die Frage, ob man diese Balken immer noch nimmt oder ob man nicht irgendwie in Anführungszeichen was komplett Neues macht. Nicht das mit diesen Balken. Das kann man natürlich auch machen. Da musst du ja irgendwie was überlegen, wie du hier einen zweiten Stock drauf kriegst. Kann natürlich auch langweilig einfach so machen. Können natürlich einfach 70er Jahre Wohntürme hinmachen, so Klötze. Ey, das connected jetzt. Hey, das sieht aber cool aus, finde ich. Schissen. Dann können wir mal Ecken. Slap haben wir ja. So, hier muss man immer hoch. Oh. Obwohl, so eine Treppe, das finde ich zu krass. Das muss ein bisschen smoother vonstatten. Ja, mach's ein bisschen so wie vorher halt. Nö, nicht wie vorher. Das wird nicht funktionieren. Also so ähnlich wie vorher, nicht so lang. Wir könnten natürlich einfach immer quasi noch einen dazwischen. Ja, das meinte ich. Ach so, okay. Also so in der Art. Da habe ich dich wohl nicht richtig verstanden. Folge scheint am Sonntag. Ja. Kian. Bitte unterlasse solche Geräusche. Ja, das sieht aber auch komisch aus, oder? Weiß ich nicht, jetzt setzen wir da mal noch mal eine Etage drauf. Was hältst du davon, wenn die zum Beispiel irgendwie mal oben einen breiter werden oder so? Ja, davon halte ich viel. Haben wir da nicht dieses das Haus bricht zusammen-Syndrom? Nein. Never. Dann aber so irgendwie. So, so. Nee, nicht, ich würde quasi so ansteigen machen, weißt du? Ja, aber die Stairs unten, finde ich, sehen einfach kacke aus. Findest du? Ja. Ups. Würde ich ja trotzdem oben nochmal Stairs dran setzen, dann separiert das dann vielleicht noch cooler. Dann lädst du durch Quarzblöcke. Normal. Oh. Aber sieht das dann nicht alles wie Pilzhäuser aus? Nö, nee, wieso? Keine Ahnung, wenn es oben ein größer wird. Mm-mm. Hatten wir das nicht im PPM beim Konto auch so? Ja. Indeed, indeed. Schon so ewig, ja. Ja. Und alle fragen sich, was machen wir eigentlich auf dem Stück, wo hier diese Treppe verläuft? Bäume, keine Ahnung. Du kannst mal überlegen. Schreibt uns Vorschläge in die Kommentare. Ich weiß noch nicht so recht zu dem Design, hey. Ah. 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 Aua. Gesundheit. Aber manchmal muss ich so niesen. Alter, Andi, das sind High-Quality-Deluxe-Häuser. Also gar keinen Baum, ne? Was wollte er machen? Nein. Er wollte Dreck einbauen. Andi, es wird hier nicht... Es ist kein Dreck im Haus. Ja. Sieht so clean aus. Ja. Ja! Das ist fantastisch! Mhm. Ich bin aber auch von dieser Aufpilz-Idee nicht so ganz überzeugt. Ja, aber irgendwas Cooles müssen wir haben. Lass uns das Haus. Das Haus kann hier auch stehen bleiben, so wie es hier ist, finde ich. Lass es uns mal weiter ausbauen. Dann vielleicht solltest du dich ideentechnisch auch beteiligen. Bevor die Leute wieder haten. Oh, überall ist Dirt und Gras gesetzt worden. Toll. Aber ich bin nicht so der mittelalterliche Gebäudebauer. Alter, du guckst doch diese ganze Scheiße wie Andi. Warum Scheiße? Ja, ihr findet es immer so toll. Und dann lernt ihr nicht mal irgendwas davon. Wieso denn ihr? Wieso verallgemeinerst du das? Ist echt so. Ey, ihr guckt doch beide diesen Herr-der-Ringe-Quatsch. Aber warum verallgemeinerst du immer, dass ich nichts daraus lernen würde, wenn Däum so irgendwie gebastelt ist? Andi lernt doch was draus. Ja, dann Däum, mach was. Arbeite für dein Geld. Also irgendwas muss das ja wohl mal bringen. Ich kann... Okay. Ich soll mich verpissen. Ja. Mach Vorschläge. Oder bau die eine Hälfte anders oder so. Also ich weiß nicht, das Pilzen sieht, glaube ich, echt nach so Kohle aus. Hab ich gesagt. Ich habe was gelernt. Was kann man eine Kirche machen? Krass. Andi, es gibt bei uns keine Kirchen. Ja, Tempel. Oder ein Puff. Es
gibt bei uns nur einen Tempel und ein Bordell haben wir schon. Also ich weiß eigentlich, wie die Häuser aussehen müssen. Wie denn? Halt die Aristokratenhäuser. Also, jetzt mal ohne Spaß. Die könnten doch eigentlich für fancy sein, oder? So richtig. Ja, natürlich, es hell. Was heißt das denn? Also eigentlich müssen wir uns deswegen auch ein bisschen so den Baustil noch ein bisschen crazier, oder? Ich hab's. Ja klar. Ich hab's. Oh Dom, nein. Nein, hör auf. Wir bleiben bei Rot. Oder einfach die kompletten Häuser. Hör auf! Das ist nicht witzig, wir haben kein World Edit. Das kannst du jetzt alles wieder austauschen. Okay, seid ihr bereit? Also nein, ja. Ich brauche ein bisschen. Macht ihr mal einen Entwurf, ich mach mal einen Entwurf. Und dann macht immer deinen eigenen Entwurf. Am besten da so, dass die Häuser dann auch später stehen bleiben können, ne? Tipp vom Profi. Okay, macht jetzt hier so ein Boah, wir kriegen bestimmt World Edit demnächst. Ich mach doch nur eine Fassade, hey, cool. Kian baut jetzt so ein Ding. Wie ist denn mal. Ja, verpiss dich, Kian. Ich hol mir nur Materialien. Dieses Gebäude mit A. Paris. Nein, in Athen, auf dem Berg. Akropolis. Nicht mit A. Ich bin doll, bin Hä? Dumm. Ich hab doch gesagt mit A. Nein, du hast gesagt nicht mit A. Hä? Ich hab Aris und da hast du gesagt nicht mit A. Ja, sorry. Lappen. Ohne Witz, Alter. Aber vorher hab ich gesagt mit A. Wie geht's deinem Lappen eigentlich? Ist der doch schön feucht? Wieso noch? Schön angefeuchtet auch irgendwo? Eigentlich, wer seinen Lappen nicht zum Trocknen aufhängt, nachdem er ihn nass gemacht hat, der ist ein Lappen. Hä? Hängst du deine Lappen wirklich immer, also... Ich hänge ihn nicht auf, aber ich... Ich hänge sie beim Wasser an. Ja gut, also genau. Ich hänge ihn halt aus oder so, ne? Ja gut, ich werfe ihn jetzt aber nicht zusammenge... Doch, manchmal schon. Aber allgemein, wenn... Doin, du sollst ein Haus bauen und nicht labern. Kann er aber nicht. Doch. Nein. Okay, das ist ein Trecker. Es wird aber erst gejudged, sobald die anderen fertig sind. Sorry, Kian. Was machst du in meinem Haus? Oh, ist das jetzt so eine Art Baucontest? Ja, so in der Art. So in der Art. Hey, am Ende der Folge können die Zuschauer dann unter die Folge schreiben. Was sie hässlicher finden? Was sie hässlicher finden. Ich hab das Killer-Feature. Seid alle aus dem Rennen raus. Können gleich weggehen. Bist du dir sicher, Andi? Ja. Soll ich jetzt erstmal richtig anfangen mit Bauen? Weiß ich nicht, du baust da schon eine halbe Ewigkeit und kriegst nichts auf die Reihe. Oh. Dick am Beefen. Okay. Now we take a challenge. Alter, verpiss dich, da ist mein Haus! Verpiss dich, Alter, hey, yo! Ohne Witz! Aber wo soll ich denn sonst bauen? Ja, da hinten ist überall Platz! Ja, aber du baust direkt hinter mein Haus, was soll das? Hier ist nirgendwo Platz, du kleiner Lappen. Bist du blind? Da muss ich jetzt hier hinten in die Ecke gehen. Ja, richtig. Wo ist das Problem? Gibt's irgendein vorgeschriebenes Material fürs Dach? Ja, nein, das wird ja erst hinterher vorgeschrieben. Also das muss passen. Also im Moment kannst du noch kreativ sein. Oh Gott, kreativ. Das ist nicht so Kilians Sache. Lol. Ja, was ist denn ein Dach, was man damals hatte? Keine Ahnung. Okay, dann hast du die Geschichte wohl nicht aufgepasst. Nee. Als ihr die Dachmaterialien behandelt habt. Das war Thema in der Klausur, Andi. Herr Anker, traue ich das zu, dass er das jetzt hier erklärt hat. Ist der Anchorage. Ich weiß noch, als irgendwann mal in der 5. oder 6. Klasse abgefragt wurde, was ich dachte schon, Pharaon ins Grab gelegt wird. Schweine. Myrrhe. Und ich habe einfach Möhre hingeschrieben. Möhre. Aber das ist auch so, ich fand früher Diktate richtig schlimm. Aber ich habe beim allerersten Diktat oben drüber geschrieben. Das wurde mir auch positiv angemerkt. Wow. Death Pro. Ja. Neidisch. Das war in der ersten Klasse, glaube ich, noch. Oder halt da, wo man gerade schreiben lernt. Nothing to be proud of, sage ich da nur. Ja. Neidisch. Nein. Ja. Nein. Je öfter du fragst, desto neidischer werde ich nicht, Kian. Schade.
Ich weiß gar nicht, wann wir denn so kommen. Also hätte ich jetzt World Edit, würde ich auch etwas gravierend ändern in meinem Haus, aber ich kann's leider nicht, das ist kacke. G-Lighted, meine Herren, G-Lighted. Hä? Ah. Ja, gelitten. G-Lighted. Du nicht so, als hättest du mich nicht verstanden, Dolm, du lügst. Ich verstehe nur G-Lit. G-Lighted Fusion? Was wollen sie denn damit? Mein Penis gravieren. Bitte erzähl weniger. Ja, jetzt ich wollte jetzt eigentlich noch mehr erzählen, aber nee, jetzt hat Kier mich vergrault. Dicker Hausbau, wann hatten wir das zuletzt? Vor einem halben Jahr bebildet, oder? Beim Joghurettenhaus, ja. Das legendäre Joghurettenhaus. Sag mal, hast du mir gerade noch gesagt, Andi, ich hätte nichts erreicht? Warum? Worauf beziehst du dich jetzt? Was ist mit meinem Haus? Nee, nicht mit deinem Haus. Was? Ich will's nicht hier angucken. Ich guck's nicht an. Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Das ist wie beim Unfall. Man will nicht hingucken, aber man muss irgendwie. Ich guck's mir nicht an. Ich guck's mir an, wenn's fertig ist. Ich lass mich überraschen. Ich will den Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Ne? Wenn man Däum kennt, hat man ihn doch schon längst verloren. Ich war richtig weit, hat Andi alles abgerissen. Du hast den Grundriss. Vielleicht sollte ich mich einfach von meinem Special-Gebäude distanzieren. Und dann erkennt seine Design-Fehlentscheidungen. Nein, das ist jetzt. Ich habe ein Haus gebaut, was nur hier stehen könnte und sonst nirgendwo. Du lachst! Das ist natürlich sehr genius. Ich habe eigentlich eine Idee im Kopf. Ja, dann bau sie doch! Ja, aber jetzt drückst du mir immer näher, Andi. Hä? Wo rück ich dir denn näher? Jetzt muss ich schon wieder umziehen. Hä? Wieso das denn? Ich bin wie ein Flüchtling, der nirgendwo unterkommt. Du bist ein Gypsy, bist du. Was ist mit dir? Keiner will mich aufnehmen. Ja, ohne Witz, hier ist kein Platz. Alter, hier ist überall Platz. Nein, aber nicht genug, da muss ich hier die Bäume jetzt erst noch fällen. Ja, hier ist doch Platz. Hä, wo? Alter, hier ist überall Platz, bau ihn hier einfach. Ja, nirgendwo genug Platz, ich muss erst die Bäume fällen. Irgendwie sieht das nicht so gut aus wie in Anno. Sag doch, ich hab eh das Killer-Feature. Die Terrasse? Ja, können wir aber aufhören zu bauen. Also, es ist nicht ganz scheiße, aber es ist auch nicht ganz optimal. Ja, es ist ja noch nicht fertig. Das ist auch von Andi. Hä, ich rede von meinem. So. Aber ich habe auch noch eine andere Idee, die ganz cool sein könnte. Wir müssen darauf achten, dass es nicht zu modern aussieht im Vergleich zu den anderen Gebäuden unten, ne? Ja, hier sieht momentan nichts modern aus. Ich hau mir eure Idee auch gar nicht an. Ich wollte es einfach nur. Niemals, er guckt natürlich, niemals du blickst mit neidschwellendem Blick. Ich wollte es einfach nur mal so in den Raum streuen. Streu! Oh Gott, die Dinge einzurichten wird so richtig scheiße. Warum hast du jetzt schon wieder den Teufel an die Wand? Weil man sich da Mühe geben muss. Nein. Andi hat sich so mit Mühe gegeben. Macht aber Intros auch nie. Hä? Bist du behindert? Ich würde gerne ihm Mühe geben, würde, wäre das Ding schon dreimal fertig. Ich wette dagegen, es wäre es eineinhalb Mal fertig. Nein, wenn ich mir keine Mühe geben würde, würde ich es einfach, ohne es zu animieren, einfach rendern. Wie ein Schwein läppisch über irgendeine Bewegung einfach irgendwo reinkracht. Bumm. Dann noch einen schlechten Partikeleffekt reinballern und fertig. Ein Untertiteleffekt? Partikeleffekt! Ach, Partikeleffekt. Lappen! Höre zu. Sprich deutlich. Listen to me clearly. Listen, listen. Listen to me clearly. To change a little bird. Ist das wirklich ein Lied? Nein. Wie bist du gerade darauf gekommen, verfickte Scheiße? Das war eine Komposition. Thank you for your giving to change a little bird. What the fuck? What's going on? Insider. It's Insider Time again. Ja, aber Last Nost. Ach, egal. Nein, das kennt Kian nicht. Kennt es Kian echt nicht? Nein, woher denn? Keine Ahnung, war das nicht mehr so. Das ist aus Söldnerzeiten. Ja, aber Söldnerzeiten waren in der 5. Klasse. Nein, das. Ey, nein! Söldnerzeiten waren auf keinen Fall in der Grundschule. Die 5. Also, ey, da hat man auch noch nichts mit Kian zu tun in Sachen Zocken. In Sachen Zocken? Ich weiß immer nur, dass Felix H.
immer die Spiele genau dann sich geholt hat, wenn sie nicht mehr cool waren. Das. Hallo? Sag mal, was macht Däum eigentlich? Du baust du schon wieder kein Haus mehr? Ja, wie denn, wenn ich keinen Platz habe? Hallo? 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 Du hast doch Platz. Hallo? Ja, aber keinen Boden, der auf der richtigen Höhe ist. Hallo? Hallo? Aber wann habt ihr mich nicht mehr gehört? Nachdem ich das so mit Felix H. gesagt habe. Das war so ein Kind irgendwie so. Guck mal, was ich habe, dann war es irgendwie. Pass auf, Andi, also Däum hat natürlich wieder nichts. Andi, wir beide haben ein Problem. Ein gemeinsames Problem. Was? Die restlichen Gebäude sind sehr klein im Vergleich zu unseren Bunkern. Meins ist nicht groß. Na, meins kann man noch meins kann ich ganz schnell verkleinern. Aber es ist schon relativ groß. Nein, warte. Kiens sieht schon riesig aus. Meins ist auf jeden Fall zu gigantisch, weil es ist größer als der Kontor. Das Kontor. Warte. Ich muss nur kurz das hier hinten wegreißen, dann ist es sogar genauso groß wie. Aber es geht nicht mal nur um die. Also, meins ist auf jeden Fall zu hoch. Es wäre halt scheiße, wenn wir dann hier im coolen Viertel nur 4 Häuser oder 5 Häuser stehen hätten. Ja, das auch. Also, wir müssen versuchen, die auch in klein pompös aussehen zu lassen. Also, ich glaube, meins. Ja, es ist aber auch schon relativ. Ja, gut, das Problem ist halt, dass wir auf dem Hügel sind. Aber ansonsten ist es dann, glaube ich, okay. Das ist krass niedrig eigentlich. Das ist genauso hoch wie das Dingenshaus da hinten. Jetzt baue ich hier das hinten quasi noch rum und dann ist das fertig. Dann versuche ich mal meins auch nochmal zu schrumpfen. Also das ist schon möglich, Kilian, das ist schon möglich. Ich habe schon eine richtig coole Idee, wie ich mein Haus anfangen werde. Ach, du baust noch ein Haus? Ja. Däum? Aber schon noch in der Folge hier, ne? Nee, in der nächsten. Sonst bist du disqualifiziert. In der nächsten. Sonst bist du disqualifiziert. Die Abstimmung wird auf die nächste Folge rausgeschoben. Ja, es wird keine Abstimmung geben, weil ich muss auch erstmal meins wieder komplett verkleinern. Seit Lappen, wisst ihr das eigentlich? Hey Andi, du hast ja wohl auch noch 10 Minuten früher angefangen. Nein. Doch? Nein, da hatte ich nur meine Wand. Und die Wand hast du genauso übernommen. Nein, du hast nur die Farben vorgegeben. Also du hast mein Fundament, du hast die Säulen. Ja, Andi, das ist doch das Entscheidende. Richtig. Ja, das war das Einzige, sollte doch einheitlich sein. Das war das Einzige, was ich früher angefangen habe. Nein, doch. Da hast du doch schon die Form. Dann, guck mal hier. Wer hat dir vorgeschlagen, dass die obere Ebene ein auseinandergeht? Ja, das hab ich vorgeschlagen, Andi. Würdest du bitte die obere Ebene komplett abreißen? Danke. Halt's Maul. Haben wir das auch geklärt, meine Freunde? Wo war denn das Bild, was ich? Ich fange jetzt mein Haus an. Ach, gleich. Da ist die Folge auch schon wieder vorbei. Oh. Da kichert der Kilian. Halt also, in der nächsten Folge baue ich mal ein Haus, ne? Also gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.